Planei- und Dachstein-Geschäftsführer, Direktor Georg Blim, konnte zu den Feierlichkeiten zahlreiche Ehrengäste am Dach der Steiermark begrüßen. Darunter die steirische Tourismuslandesrätin Barbara Aibinger-Miedl, den oberösterreichischen Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner, die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden sowie Begleiter von damals und heute aus Politik und Freizeitwirtschaft. Sehr geehrte geschätzte Festgäste, ich freue mich ganz besonders, Sie in einem der schönsten und garantiert auch aussichtsreichsten Platz Österreichs willkommen zu heißen. Wir sind sehr stolz darauf, wir freuen uns, dieses Jubiläum zu begehen. Wir freuen uns auch mit unseren Geschäftspartnern der Planeihof-Wurzenbahn und mit sehr vielen anderen, die dazu beitragen, unsere Gemeindenachbarn aus allen Richtungen. Wir stehen hier auf einem Gipfel der Toleranz. Auf einem Gipfel der Toleranz, wo alle Menschen Platz haben. Der gehört niemandem. Der gehört allen und niemandem. Hier haben alle Platz, alle Religionen, alle politischen Ansichten. Hier vertragen sich alle, wenn sie mit der Seilbahngondel rauffahren, ob das hier ist oder bei uns auf der Seite drüben. Die Jubiläumsfeier wurde von der Trachtenmusikkapelle Ramsau am Dachstein, von der Ortsmusikkapelle Obertraun sowie vom Evangelischen Kirchenchor Ramsau musikalisch umrahmt. Ja, ich habe viel nachgelesen und man muss wirklich sagen, das war damals eine technische, bauliche, aber auch menschliche Meisterleistung, was da geleistet worden ist in dieser dreijährigen Bauzeit. Und dann muss man auch sagen, folgend auch in den Folgejahren, das war immer wieder mit den Umbauten, mit den neuen Gletscherliften, dann mit den neuen Inszenierungen, Hängebrücken. Das klingt alles relativ einfach, aber dahinter steht wirklich großes menschliches Engagement. Und da kann man nur sagen, Hochachtung gegenüber den Teams, die hier gearbeitet haben, die einfach großartiges geleistet haben. Für mich ist es heute ein steirisch-oberösterreichisches Fest und es hat sich für mich wieder mal gezeigt heute, was das 1969 für eine unglaubliche Pionierleistung war und was für eine technisch-wissenschaftliche Leistung das war, die es uns ermöglicht hat, diesen Berg touristisch zu erschließen und damit uns allen ermöglicht hat, dieses wunderbare Panorama zu erleben. Vor 50 Jahren haben sich einige etwas getraut, man muss das wirklich sagen, sind ins Risiko gegangen und haben mit einer Pionierleistung allererster Pionier da die Bahn heraufgebaut. Und ich glaube, das Schöne ist, es ist ein wirkliches Zeichen der steirischen und oberösterreichischen Freundschaft. Es ist der höchste Berg von der Steiermark und von Oberösterreich. Hier heroben sind alle per Du, da verstehen sie alle, haben wir gehört. Im heurigen Jubiläumsjahr dürfen sich die Besucher auf eine Vielzahl besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen zum Thema und einzigartige Erlebnisse freuen. Wirklich ein Hochgefühl am Dach der Steiermark und Oberösterreich. Es war eine wunderbare Feier, wirklich wunderbaren Abend von der Trachtenmusikkapelle Ramsau und Ortskapelle Obertraun, der Ramsau-Chor dazu, die tollen Ansprachen. Und es war wirklich ein sehr erhebendes Gefühl und man sieht es bei den vielen, vielen Besuchern. Es war eine einzigartige Feier.